Hallo, grüß euch. Das ist noch warm von der Milch. Ich möchte gerne so Osternesteln machen, als Garnteig. Zäpfeln und zusammen machen und in der Mitte tun wir noch Ostereier rein. Osternkimp, das kann man nicht aufhalten, das passt. Und ich mag es auch total gern, muss ich sagen. Eine Prise Salz. Ich habe da ein halbes Kilo Mehl. Dann habe ich ein Butter. Ich habe das immer, wisst ihr, ich tue das immer auf Zimmertemperatur. Und zwar zwei Eier. Ich tue das alles so eine Dreiviertelstunde vorher vom Kühlschrank raus, dass es alles die gleiche Temperatur hat. Und dann braucht es eigentlich beim Garntag überhaupt keine Panik kriegen oder sonst was. Das geht wunderbar. Dann haben wir ein bisschen Zucker. Und da habe ich eine Milch. Und da habe ich einen Garn. Ich schreibe natürlich das genaue Rezept wieder unter das Video. Und den habe ich vor 5 Minuten eingerührt und jetzt ist er schon ein bisschen gegangen. Ich tue das immer, dass ich sehe, ob der Garn geht. Nur aus dem Grund, weil mir schon ein paar Mal passiert, dass der Garn nicht geht. Auch wenn er noch nicht angelaufen ist, da braucht er nur einmal zu lang heraus liegen oder ich vergesse einmal 2 Stunden im Einkaufskorb oder was und tue ihn erst nachher in den Kühlschrank, dann ist mir das schon passiert. Und ich habe da einfach ein bisschen Zucker rein tun und den Garn und der ist jetzt schön, ist schön gegangen und nachher traue ich mir das alles da reinschütten. Und wie gesagt, und sonst ist es mir einfach und ich habe mir das nie erklären können, warum ein Garn, der was nicht angelaufen ist, schon nicht, wo, dass der Tag nicht aufgeht. Weil ich immer alles genau, die ganzen Rezepte und alles genau mache. Da habe ich Rosinen ein bisschen in Rum eingelegt, die tue ich aber ganz zum Schluss dazu. Jetzt lasse ich mal den Tag zuerst ganz langsam kneten und dann relativ schnell kneten, bis er richtig schön glatt und ein bisschen elastisch ist. Das tue ich jetzt und wenn das der Fall ist, dann decke ich ihn zu. Ich tue ihn ins Backrohr rein, aber das muss man gar nicht einschalten, gar nichts, der geht da rein in Ruhe. Das ist nur, wenn du eine Tür aufmachst, musst du nicht immer aufpassen. Weil Zugluft oder so, das mag halt der Garnteig gar nicht. Der will einfach seine Ruhe haben. Aber es muss jetzt auch nicht übertrieben warm sein. Weil eigentlich geht ja der Garnteig in der Nacht im Kühlschrank auch, wenn man ihn rein tut. Im Gegenteil, mir kommt sogar oft feiner, der Tag ist nur feiner, wenn er ganz langsam geht, wenn er viel Zeit hat zum Gehen. Also, ich tue das jetzt machen Tag und lasse ihn dann gehen. Und sobald er gegangen ist, bin ich wieder bei euch, gell? So, der Tag ist gegangen, der ist jetzt doppelt so groß. Jetzt tun wir noch einmal zusammenkneten. Der ist ein bisschen weich, aber es liegt natürlich auch bei mir bei den Eiern. Ich habe immer große Eier, weil ich sie vom Bauern habe. Jetzt ist immer alles ein bisschen weicher und das ist mit mittelgroßen Eiern einfach besser als mit so großen Eiern. Das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Wir tun jetzt das halbieren. Und dann tun wir jetzt drückeln. Das könnt ihr jetzt abwägen, wenn ihr wollt. Ich tue das nicht. Ungefähr tue ich das immer, wie ich es brauche. Dann mache ich mir solche Stränge. Er biegt schon ein bisschen, weil er einfach ein bisschen zu weich ist. Aber das ist bei euch nicht der Fall, wenn ihr keine großen Eier habt. Sollen ungefähr gleich sein. Das Backrohr habe ich auf 165 Grad Heißluft vorgeheizt.
da machen wir jetzt einen Zopf. Und das tun wir schön zusammen vorne. Dann tun wir das da herlegen, mit nochmal gehen lassen. Das ist jetzt gerade kein schöner Ding. Da tue ich den zweiten her, noch einmal gehen lassen, mit Ei bestreichen und circa eine halbe Stunde backen. Und da in die Mitte tun wir nachher schönes Ei einlegen. Ich tue ihn jetzt noch ein bisschen zudecken, mache noch einen zweiten, ganz gleich. Und tue ihn dann bei 165 Grad Heißluft ein. Und wenn er fertig ist, wenn sie fertig sind, dann zeige ich es euch. Gell? Ist eh klar. Was ich noch auftue, ich tue noch einen Hagelzucker drauf. Entschuldigung, das habe ich jetzt vergessen. Also ich lasse jetzt noch gehen ein bisschen, dann tue ich sie mit Ei einstreichen und dann tue ich einen Hagelzucker drauf. Dann hebt er auch auf dem Ei und dann backen. Circa eine halbe Stunde. Und das ist alles gewesen. Und wir sehen uns, wenn sie fertig sind. Viert euch dabei. So, meine fleißigen Bäckerinnen. So schaut das Ganze aus. Er ist wahnsinnig aufgegangen. Jetzt ist in der Mitte nicht mehr so ein großes Loch, aber das Ei hat noch Platz. Und so werden wir das uns dann schmecken lassen. Ich finde, das ist total schön. Immer Ostern, ein bisschen ein Grasummer und schaut nett aus am Kaffeetisch. Und der Zopf ist so und so gut und ich habe es gesehen, es geht relativ schnell, es braucht kein Dampfen und nichts machen. Merkt euch einfach, Zimmertemperatur, dann kann euch nicht wahnsinnig viel passieren. Und der Garum soll halt gut sein. Aber das habe ich euch eh gesagt, wie ihr das kontrollieren könnt, dass es aufgeht. Und die sind halt extrem aufgegangen, muss ich sagen, weil ich habe eigentlich ein schönes Kranzl gehabt und das ist jetzt schon relativ hoch geworden. Jetzt habe ich nicht so ein Loch, wie ich eigentlich wollte. Aber so ist es. Ich sage wieder mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Danke und pfiat euch!